grüße euch. Willkommen zum Gartenrundgang September bzw. Gartenarbeiten im September, Teil 2. Ersten Teil habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, schaut ihn euch gerne an. Im zweiten Teil schneiden wir den einen oder anderen Baum. Der eine oder der andere muss vielleicht sogar weg. Schauen wir mal. Ich möchte euch zum Thema Baumschnitt gar nicht so viel erklären, weil das ist eher so ein bisschen Halbwissen, was ich habe, kenne ich mich nicht so super aus. Ich mache es nach meinem besten Gewissen bei meinen Bäumen. Wenn ihr schauen wollt, wie sowas richtig funktioniert, schaut bei der Baumschule Schreiber vorbei. Der Dominik Schreiber kennt sich damit wirklich super aus. Er ist vom Fach, schaut seine Videos, dann könnt ihr schauen, wie ihr es am besten macht. Jetzt fangen wir hier mal beim Kirschbaum an. Der Kirschbaum hier ist so ein bisschen Problemkind. Er steht jetzt im 6. oder 7. Jahr hier, hat noch nie wirklich Früchte getragen. Er hat dieses Jahr wirklich schön geblüht im Frühjahr, aber leider, wie es der Teufel will, hatten wir dann nochmal einen Spätfrost und dann hat es die meisten Blüten regelrecht verfroren. Ich hatte eine Kirsche dranhängen, die habe ich sogar probiert, die hat gar nicht schlecht geschmeckt. Ich muss jetzt mal schauen, ich werde ein bisschen zurechtschneiden, aber wenn der jetzt im Laufe der nächsten 1-2 Jahre nicht ordentlich trägt, nimmt er im Endeffekt hier leider nur Platz weg. Und dann muss ich drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht dann doch wegmache. Generell kann ich euch sagen, Steinobst wie Kirschen, Pflaumen und so weiter, wenn ihr möchtet, dass sie noch wachsen, also an sich der Baum wächst, schneidet es besser im Frühjahr. Wenn ihr aber wollt, dass er mehr Früchte trägt, dann schneidet man ihn besser jetzt im Spätjahr, nach der Ernte erst, wenn die Kirschen abgeerntet sind. Ich habe eben gerade die ersten Jahre beim Schnitt sicherlich auch wahnsinnig viel falsch gemacht, was wahrscheinlich fast zu 100% dafür verantwortlich ist, dass der Baum auch nicht wirklich toll gewachsen ist und vor allem nicht wirklich die Früchte trägt, wie ich es mir eigentlich wünsche. Es gibt hier wirklich nicht viel zu schneiden. Diese Äste sollten immer in so einer leichten Schräge wachsen und da hängt dann auch später im nächsten Jahr immer das Fruchtholz dran. Worauf man achten muss, ist eben, dass Äste, die in den Baum reinwachsen, die schneidet man generell raus, damit eben immer schön Licht im Baum bleibt. Und diese sogenannten Wasserschosse, die steil nach oben schießen, nimmt man auch raus. Das hat der Kirschbaum aber nicht. Das findet man eher an Apfelbäumen oder auch an Birnbäumen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Trieb, der wächst in den Baum rein. Und den nehme ich dann auch raus. Einmal. Wie gesagt, gibt es bei dem Kirschbaum gar nicht so viel zu schneiden, beziehungsweise ich möchte auch nicht viel schneiden, weil ich jetzt mal schauen möchte, wenn ich ihn ein bisschen wachsen lasse, wie er möchte, ob er nächstes Jahr mehr Früchte trägt. Was ich machen muss, er hat jetzt ganz oben an der Spitze, hat er 3-4 Äste, die nach oben wachsen. Da habe ich auch immer den Fehler gemacht, die habe ich komplett abgeschnitten dann, oder zur Hälfte, nicht komplett, eher zur Hälfte besser gesagt, das war nämlich der Fehler, weil ich dachte, okay, bis zu der Höhe will ich es haben, dann schneide ich es da auch ab. Das ist aber eben genau der Fehler, weil dort es umso mehr dann wieder austreibt. Also wenn man einen Ast hat, der nach oben wächst, wenn man den nicht haben möchte, schneidet man ihn komplett raus. Also jetzt habe ich hier 3-4 Stück. Ich werde mich dann für einen entscheiden, der am stabilsten nach oben wächst, der bleibt. Den schneide ich oben auch nicht ab, den lasse ich so. Weil der wächst dann auch nicht mehr deutlich weiter und da hängen nächstes Jahr auch Früchte im besten Fall dran. Und die anderen, die ich nicht haben will, weil ich ihn ja begrenzen will in der Krone, nehme ich komplett am Ansatz weg, die Äste, damit die auch nicht neu austreiben. Wenn ihr solche Äste hier habt, also die nach oben gehen und dann diese Seitentriebe hier haben, würde ich euch raten, schneidet die nicht komplett ab, wenn sie euch stören, also nicht am Ansatz, sondern so 20, 30 cm in Kürze schneiden, weil an diesen Ästen hängen dann nächstes Jahr auch Früchte dran. Hätte ich das mal vor ein paar Jahren gewusst, würde der Baum sicherlich jetzt auch besser dastehen und hätte auch schon mehr Früchte getragen. Wie gesagt, ich lasse ihn jetzt auch so. Ich habe in der Krone, wie eben beschrieben, die Äste rausgenommen, habe einen stehen gelassen. Die seitlichen lasse ich so, die kürze ich gar nicht ein. Und jetzt schauen wir mal, ob er nächstes Jahr besser trägt. Und wenn er auch wieder keine Früchte trägt, dann ist der Standort vielleicht auch nicht korrekt. Oder ich habe einfach in der Vergangenheit viel zu viel falsch beim Schnitt gemacht. Und dann würde ich ihn auch wegmachen und durch was anderes ersetzen, was dann eben erfolgreicher wächst und auch Ertrag bringt. Hier der Kleine ist ein Apfelbaum, der steht noch nicht so ganz lange hier, ein Jahr, anderthalb Jahre jetzt ungefähr. Sorte Pinova, schmecken super toll die Äpfel. Von dem Baum habe ich sie noch nicht probiert, aber wenn man sie kauft, finde ich es wirklich leckere Äpfel. Auch für Allergiker gut geeignet. Der hat dieses Jahr auch mega geblüht, aber auch alles verfroren. Er blüht sogar jetzt gerade wieder, lustigerweise, schaut mal. Aber natürlich wird er keine Früchte mehr tragen. Der wird jetzt noch nicht geschnitten. Kernobst wie Apfel, Birne, so die Richtung, sollte man eher im Frühjahr schneiden. Deswegen schneide ich die jetzt eben nicht
und mache das dann im Frühjahr, ich denke mal so im Februar, wenn die Frostphase nicht mehr so aggressiv ist. Der Kollege hier hinter mir ist auch so ein schwieriger Fall. Ist irgendwas Pflaume, Zwetschge, ich kann es nicht ganz sicher sagen, weil er auch noch nicht wirklich getragen hat. Auch er hatte dieses Jahr eine Frucht, habe ich probiert, war leider auch nicht lecker. Es ist, wie gesagt, ein Kandidat, der mir eigentlich wirklich nur Platz wegnimmt und ja, mir Arbeit macht. Denn im Endeffekt habe ich ihn als Zwergbaum gekauft, aber schaut mal, die Äste, der Stamm, den muss ich so in Schach halten, dass er nicht weiter wächst. Ist definitiv kein Zwergbaum. Ich denke mal, ja, das ist ein Halbstamm oder so. Also wenn ich den wachsen lassen würde, würde der unglaublich noch in die Höhe schießen. Er trägt keine Früchte. Ja, und er nimmt vor allem hier fürs angrenzende Gemüsebeet halt Licht weg. Da hinten geht die Sonne auf. Also sprich, hat hier eigentlich nur Nachteile. Ich habe die Entscheidung noch nicht gefällt. Haha, lustiges Wortspiel. Ob ich ihn wirklich wegmache. Aber ja, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach. Ich mache sowas wirklich sehr ungern, Bäume weg und so. Aber der Garten ist klein und ich muss jeden Platz so gut nutzen wie möglich. Und wenn ich da dann was anderes hinmachen kann oder mehr Licht für mein Beet habe, habe ich da eben mehr draus gewonnen. Also wahrscheinlich mache ich ihn weg. Aber schauen wir mal. Hier in dem Beet waren ja die Tomaten drin. Habt ihr ja im ersten Teil gesehen, die ich rausgemacht habe. Haben wir noch ein paar restliche Pflänzchen, die kommen jetzt auch weg. Es ist alles schon abgeerntet, das treibt nur neu jetzt aus. Ich mache das Beet sauber, die Schilder kommen hier raus. Wenn die Beete dann sauber sind, alles aufgeräumt ist, sehe ich hier eine Gründüngung aus. Und ich habe Regenwürmer bestellt, die kommen hier auch noch ins Beet rein, um den Boden zu verbessern. Also legen wir mal los, erstmal die Schilder raus. Da könnt ihr mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie ich die Schrift hier wieder wegbekomme, mit was am besten. Ob das einfach mit Alkohol weggeht oder vielleicht irgendwas anderes. Wenn ihr was wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Schaut mal, toller Regenwurm. Davon habe ich viele bestellt. Die müssten eigentlich, hätten schon am Samstag kommen sollen. Die kommen aber, denke ich mal, jetzt am Montag, Dienstag. Seht ihr in dem Teil dann auch noch, wie ich die hier in die Beete bringe. So, erstes kleine Beet ist schon wieder leer. Thema Gründüngung erkläre ich euch ein bisschen mehr dazu, wenn wir es dann auch wirklich hier aussehen. Vorher machen wir erstmal die Regenwürmer hier in die Erde, danach dann die Gründüngung drauf und dann geht's weiter. Jetzt mache ich noch die anderen Beete, die schon abgeerntet sind, noch kurz sauber. Und dann haben wir die Beete schon mal vorbereitet für die Regenwürmer und zur Aussaat. Und übrigens, die Regenwürmer sind auch für den Kompost, beziehungsweise beide Komposthaufen, die ich habe. Da kommen dann auch noch ein paar rein. Da tun die auch ihr Werk und helfen, die Sachen zu zersetzen. Hier haben wir noch das Schnittgut von letztens, als ich hier ein bisschen zurückgeschnitten habe. Heute ist Sonntag. Ich kann heute nicht so viel machen. Darf man keine Maschinen benutzen, wisst ihr ja. Deswegen, das kann ich heute auch nicht häckseln. Das möchte ich gerne häckseln für den Kompost, weil es dann leichter kompostierbar ist. Das heißt, für heute machen wir Schluss. Geht am nächsten Tag weiter. Da häckseln wir dann die ganzen geschnittenen Sachen. Zeige ich euch, wie das in den Kompost kommt. Schauen wir mal, ob der Kompost für den Winter auch schon vorbereitet ist. Wie gesagt, die Regenwürmer kommen, machen wir dann auch da drauf. Also, bis gleich. Und hier bin ich schon wieder. Hi, weiter geht's im Garten. Erstmal vielen lieben Dank an euch da draußen, an die ganzen Abonnenten. Ich habe gerade gesehen, ich habe jetzt glatt heute 100 Abonnenten ganz genau. Es ist noch nicht wahnsinnig viel, aber für mich ist es viel und es bedeutet mir auch viel. Ich bin euch dafür wirklich super dankbar. Freue mich, dass euch meine Videos gefallen und euch mein Kanal gefällt und hoffe, das bleibt auch so und ihr mir treu bleibt. Ich werde weiter Gas geben mit den Videos. Und natürlich wäre es super, wenn es noch viel mehr werden. Ihr dürft gerne natürlich den Kanal auch weiterempfehlen. Freut mich auch sehr. Also wirklich nochmal vielen lieben Dank an euch alle. Es bedeutet mir viel und freut mich auch wahnsinnig. Heute, raschle, Gründüngung. Das ist Saatgut zur Gründüngung. Ich habe es ja schon gesagt den anderen Tag, dass ich auf die leeren Beete, die ich sauber gemacht habe, eine Gründüngung ausbringe. Und auch die Regenwürmer, die sind übrigens auch gekommen, stehen schon parat, zeige ich euch später auch. Aber als erstes machen wir mal die Gründüngung und da wollte ich euch ja noch das ein oder andere Wort dazu sagen. Was ist Gründüngung? Ich will es gar nicht zu ausführlich beschreiben, weil es ist ein sehr intensives Thema. Da kann man wirklich viel drüber sprechen. Aber nur ganz grob, dass ihr mal eine Idee dafür habt, was es bringt, was es eigentlich ist und ob ihr das vielleicht auch machen solltet bei euren Beeten. Gründüngung, wie der Name schon sagt, ihr gebt in ein Beet keinen Dünger in Form von
Flüssigkeit oder Granulat ein, sondern in Form von aktivem Pflanzenwachstum. Also ihr pflanzt Pflanzen ein oder in dem Fall sät ihr sie aus. Die Idee dahinter bzw. das Prinzip hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es so, die Pflanzen, die ihr da aussät, ich sage euch später mal, was in der Mischung da drin ist, die ich habe, die verschiedenen Pflanzen bewirken verschiedene Dinge dann im Boden. Natürlich einmal das Logischste, was einem als allererstes vielleicht einfällt, ist die Bodenverbesserung. Durch das Wurzelwachstum dieser Pflanzensorten, die wir da ausbringen, lockert sich der Boden auf und wird einfach ja, durchlüftet durch dieses Wurzelwachstum. Das ist schon mal ein Effekt von der Gründüngung. Ein zweiter Effekt ist auf jeden Fall, ihr habt hier dann Grünmasse, also die Pflanzen wachsen natürlich, habt dann Blätter, Pflanzenstängel und so weiter, also sprich Grünmasse. Und im Endeffekt ist es dann so, also jetzt zum Winter hin, zum Herbst hin, wo ich das jetzt aussehe, werde ich es dann so machen, wenn die Pflanzen gewachsen sind und kurz vorm Winter, entweder gehen die dann selbst durch den Frost ein, also kippen auf die Beete um, oder man schneidet sie ab und lässt sie auf den Beeten liegen. Und dann schützen die Pflanzen zum einen den Boden, wenn es zu kalt wird und frostig wird, das schützt die Mikroorganismen im Boden. Und natürlich im Folgejahr, im Frühjahr, können wir diese Grünmasse, die im Winter dann auf dem Boden lag, schön ins Erdreich einbringen. Also nicht komplett umgraben, aber so ein bisschen ins Erdreich einbringen. Und das verrottet da drin wieder und bringt natürlich Humus mit sich. Und auch eben Stickstoff durch das Grünzeug, was da drauf liegt. Also es ist tatsächlich dann auch eine Düngung, eine Humusanreicherung für den ganzen Boden. Des Weiteren ist es so, dass viele Pflanzenarten, die dort drin enthalten sind, durch ihre Wurzeln, also durch ihr Wurzelwachstum im Boden, Stickstoff bilden können. Also da sind wie so eine Art Knöllchen an den Wurzeln dran. Wie gesagt, wenn ihr es genauer wissen wollt, googelt es mal. Da gibt es sehr viele tolle Informationen im Internet. Da wird es auch wirklich biochemisch und so beschrieben. Aber vereinfacht ausgedrückt sind an den Wurzeln wie Knöllchen dran. Und die scheiden dann auch Stickstoff aus. Und so wird der Stickstoff auch wieder in den Boden gebracht. Also sprich, auch hier wieder eine Stickstoffdüngung. Einfach nur, dass ihr Pflanzen aussät, ohne dass ihr da, wie gesagt, einen Flüssig- oder einen Festdünger ausbringen müsst. Gründüngung kann man im Endeffekt fast das ganze Jahr, so die ganze Saison ausbringen, sprich von Mai bis September. Und es hat aber ein paar Unterschiede. Also wenn ihr das zum Beispiel im Mai, also im Frühjahr ausbringt oder während des Sommers und die Pflanzen noch in die Blüte gehen können, dann habt ihr natürlich einen weiteren Riesenvorteil der Gründüngung, dass die Nützlinge ganz viel davon haben. Also die blühen ja dann schön. Wenn ihr zum Beispiel Gründüngungspflanzen wie Phacelia nehmt, die sich auch Bienenfreund nennt, daher kommt auch der Name, die hat ganz wunderschöne Blüten und die Bienen und Hummeln haben wahnsinnig ihre Freude dran. Aber auch andere Pflanzen, die dort blühen, wie zum Beispiel auch ein Gelbsenf oder eine Lupine, das ist eben auch für die Insekten und Nützlinge wieder eine Bereicherung, also ein weiterer positiver Faktor der Gründüngung. Ich sehe die Gründüngung ja jetzt im September aus. Da werden die Pflanzen voraussichtlich nicht mehr in Blüte gehen. Das möchte ich auch gar nicht, weil ihr müsst natürlich auch bedenken, wenn ihr die in Blüte gehen lasst und lasst sie sogar aussamen, dann habt ihr auf eurem Beeten wieder das Saatgut der Gründüngung. Und so positiv das natürlich ist mit dieser Gründüngung, wenn ihr aber eure Gemüsepflanzen oder was auch immer Kulturpflanzen im Beet habt, dann wollt ihr diese Gründüngungspflanzen währenddessen natürlich nicht am Wachsen haben. Und wenn ihr die aussamen lasst, dann kommen die ja ständig wieder. Deswegen, ich mache es im September und lasse sie wachsen. Blühen werden sie nicht mehr, dafür ist die Zeit zu kurz. Und werde sie dann eben als Mulchschicht den Winter über auf dem Beet liegen lassen und im nächsten Frühjahr in den Boden einarbeiten. Gründüngung ist übrigens auch keine Glaubensfrage. Also wie viele Dinge vielleicht im Garten, wo man sagen kann, der eine glaubt dran, der andere nicht. Das ist, kommt nicht von ungefähr. Also Gründüngung ist in der biologischen Landwirtschaft schon sehr, sehr lange bekannt und wird da auch erfolgreich angewendet. Also das ist tatsächlich auch alles nachgewiesen, dass das funktioniert und auch seinen Sinn hat und eben diese ganzen positiven Effekte, die ich euch eben genannt habe, auch wirklich vorhanden sind. Also kein Schmuh, kein Tralala, es funktioniert tatsächlich. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt so eine Mischung, die nennt sich ganzjährige Aussaat. Und ich werde euch jetzt mal kurz sagen, was da drin ist, dass ihr eine Idee dafür habt, was für Gründüngungspflanzen es eigentlich gibt und die ihr verwenden könnt. Also, wir haben Sommerroggen, wir haben Leinsaat, Gelbsenf, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Winterraps, auch eine sehr bekannte Gründüngungspflanze, Ölrettich, Rübsen, dann haben wir Inkarnatklee, also eine Kleeform, blüht nebenbei bemerkt auch sehr schön, Phacelia, wie ich eben gesagt habe, den Bienenfreund, Futtererbsen,
Generell Bohnen und Erbsen, wenn ihr das als Folgekultur in eurem Beet nochmal einbringt, ist das auch eine Gründüngungspflanze. Also viele Gemüsearten, die wir auch durchaus verwenden, wie diese Erbsen und Bohnengewächse, sind auch Gründüngungspflanzen für euren Boden dann. Ansonsten ist hier auch noch Süßlupine bzw. Düngelupine mit drin. Das sind die Bestandteile jetzt da. Es gibt auch noch andere Gründungspflanzen, aber das sind so relativ die bekanntesten. Und es gibt dann, wie gesagt, eben die Möglichkeit, das von Mai bis September auszubringen. Das muss jeder für sich in seinem Garten selbst entscheiden, wie das bei ihm gerade in seine Kulturfolge mit reinpasst. Das Ganze ist recht unkompliziert. Ich zeige euch das jetzt gleich. Wir gehen gleich an die Beete und dann schauen wir mal, wie wir das aussehen. Und danach kommen die Würmer. Ich bin schon ganz gespannt. Wie gesagt, ganz unkompliziert. Ihr rächt den Boden einfach ein bisschen auf. Er sollte schon locker sein. Der ist recht locker, der Boden. Einfach nochmal mit dem Rechen ein bisschen auflockern, aufkrümeln den Boden. Und danach können wir das Saatgut aufbringen. Mit den Brombeeren habe ich übrigens ein bisschen umgeplant. Ich habe ja gesagt, bevor ich die Gründüngung ausbringe und die Würmer, grabe ich die Brombeeren erstmal aus. Aber das ist natürlich ein bisschen größeres Projekt. Das ist nicht einfach mal so zwischendurch gemacht. Ich will es ja auch richtig machen, dass sie wieder anwachsen. Deswegen, das mache ich dann irgendwann im Spätherbst, wenn hier die Gründüngung auch gewachsen ist, mache ich mich an die Brombeeren ran, seid aber dann auch dabei. So sieht das Saatgut dann aus. Und dann streuen wir das einfach schön hier auf den Boden, nicht zu viel auf eine Fläche, lieber ein bisschen sparsamer, denn das werden mitunter natürlich recht große Pflanzen. Dann nehmt ihr wieder den Rechen und hakt es einfach so ein bisschen in den Boden ein. So im Schnitt sollte die Gründüngung zwischen 2 und 5 cm in den Boden eingearbeitet werden. Das war's schon. Wie gesagt, ganz einfach aussehen, angießen und dann wachsen lassen. In der Regel sind Gründüngungspflanzen auch sehr keimfreudig. Die keimen sehr schnell. Ich bringe jetzt hier aber erstmal die Regenwürmer drauf und angießen tue ich dann heute Abend erst. Hier drin sind sie, die guten. Jeweils 1 Kilo, sprich zusammen 2 Kilo, sind so im Schnitt, ich schätze mal, ja, 1.500 Würmer müssten das jetzt sein, circa. Die kann man im Internet kaufen, bei verschiedenen Anbietern. Es gibt Kompostwürmer, Regenwürmer, Angelwürmer. Das sind jetzt Kompostwürmer bzw. Gartenwürmer, Regenwürmer, die man sowohl für Beete als auch für den Kompost benutzen kann. Ich nutze sie jetzt hier für meine Beete und später gebe ich auch noch ein paar in Kompost. Das ist für den Kompost auch sehr hilfreich. Ich habe das schon mal gemacht hier im Garten, als wir an der Stelle Erde haben aufschütten lassen, die sehr verdichtet war, eine sehr lehmhaltige Erde, und da haben die wirklich auch Wunder gewirkt. Also das bringt schon was. Die sind natürlich nicht ganz günstig. Also ich glaube, der Kilopreis lag ungefähr, nagelt mich nicht fest, so ungefähr bei 30, 35 Euro. Also es kostet schon ein bisschen was, aber es bringt auch wirklich was. Die vermehren sich auch wieder weiter, das werden ja dann noch mehr. Aber kleiner Tipp, wenn ihr die ausbringt, beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, bleibt eine Weile in der Nähe, denn die Vögel warten regelrecht darauf, bis Würmer an der Oberfläche liegen. Die graben sich aber auch recht schnell ein, aber es ist wirklich ratsam, noch ein bisschen im Garten dann zu bleiben am Anfang. So, jetzt gehen wir mal in die Nahaufnahme, dass ihr das auch besser sehen könnt. So, machen wir den Sack mal auf. Natürlich das Gefitzel von der blöden Plastiktüte noch dabei. So, dann schauen wir mal. Achtung! Seht ihr schon? Schaut mal, was das für eine Menge Würmer ist. Wahnsinn, oder? Ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht das Ganze mal ohne Handschuh, habe ich das erste Mal auch gemacht. Es ist ein irre witziges Gefühl, aber glaubt mir, ihr dürft nicht empfindlich sein. Das fühlt sich so
wirklich irre an, wenn diese ganzen Würmer durch die nackte Haut flutschen. Ich habe deswegen Handschuhe an, weil sie mir dann nicht alle verschwinden. Also sie rutschen einem wirklich durch die Finger durch. Und wenn ihr den Sack jetzt auf die Erde hier ausbringt, die sind wirklich rasend schnell weg. Jetzt ist nicht so warm. Vielleicht sind sie jetzt eher nicht so aktiv, aber wir können sie ja mal testen. Vielleicht verschwinden sie im Moment auch viel. Nicht viel, sondern schnell. Testen wir es einfach mal mit so einer kleinen Handvoll, wenn ich die jetzt hier hinlege. Passt mal auf. So, lasse ich euch jetzt mal da drauf schauen und warten wir mal, wie lange es dauert, bis sie weg sind. Schwupps, sind sie weg. Wenn draußen wärmer ist, geht es natürlich noch viel schneller. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt bringen wir hier auf der Fläche noch ein paar mehr Würmer aus und dann machen wir die anderen Beete noch. Hier will ich mal testen, ob wir auch Würmer in unsere Hochbeete reintun können. Da ist die Erde so ein bisschen verdichtet an der Oberfläche. Deswegen will ich jetzt einfach mal testen, ob die sich hier eingraben können. Wenn nicht, nehme ich sie natürlich wieder weg. Aber es wäre natürlich super, weil die Erde auch auflockern könnten. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Ja, sie tun sich tatsächlich schwer, deswegen suchen sie sich auch gerade andere Stellen und laufen weg, kriechen weg. Ich werde die Erde mal ein bisschen an einer Stelle auflockern, mal gucken, ob sie da reinkommen. Muss nur aufpassen, hier wächst ja überall schon das kleine Grüne, ist alles Feldsalat, den ich kürzlich ausgesät habe. Schauen wir mal, wenn wir hier so ein bisschen den Würmern helfen, dann müssten sie doch eigentlich da reinkommen. So, schaut mal hier klein. Ob ihr da reinkommt. Keine Angst. Ne? Wenn sie so zucken, denken sie, sie wurden vom Vogel oder so gefasst. Deswegen drehen die sich dann so in sich. Aber der Kleine hat nichts zu befürchten. Ich passe hier ja auf. Dem da hinten noch ein bisschen helfen vielleicht. So, schaut mal, da müsste der doch jetzt reinkommen. Na, man sieht's. Da hinten, wo ich aufgelockert habe, und auch hier kommen sie dann schon rein. Also suche ich mir Stellen, wo nicht so viel Feldsalat gerade austreibt. Und da lege ich dann noch ein paar Würmer hin. So, bis auf ein paar wenige sind sie alle vergraben. Funktioniert doch. Bring mal den Rest mal in den Kompost. Hier im Kompost habe ich einfach ein bisschen frei gemacht, dass wir schon an Erde und an eine feuchte Stelle kommen. Und hier kann man dann auch Würmer
einbringen als Nützlinge für unseren Kompost. So, wieder schön zudecken. Und dasselbe noch am zweiten Kompost. Ach, diese verfluchte Plastikmistsache da immer. Also das finde ich auch. Wenn man schon solche Nützlinge verkauft, wie Regenwürmer, könnte man die vielleicht auch irgendwie anders so verpacken als in diesem Plastikmüll. So. Auch hier wieder zudecken. Projekt Regenwürmer erledigt. Zum Abschluss des heutigen Tages ein kleines Rätsel. Wisst ihr, was das Weiße hier ist? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das hier. Wisst ihr, was das ist? Des Gärtners Freund. Wie gesagt, wenn ihr es wisst oder ratet mal, schreibt es in die Kommentare rein. Für heute sind wir fertig. Morgen noch mal ein bisschen bei den Schildkröten hinten schneiden. Der Schnittgut häckseln wir dann, tun es auf den Kompost. Und dann ist der Gartenrundgang und die Gartenarbeit im September auch mit dem zweiten Teil abgeschlossen. Wir sehen uns morgen. Bis gleich. Ciao. Tja, Leute, ich habe mich entschieden. So leid es mir tut, aber der Baum kommt weg. Ich wurde damals im Gartencenter ganz schön feiert, als ich den gekauft habe, weil das ist kein niedrigwüchsiger Baum. Den muss man ständig kurz halten. Also das ist eher ein Halbstamm oder irgendwas in der Richtung. Und wie gesagt, er nimmt hier Platz weg, wirft sehr viel Schatten, trägt dazu keine Früchte. Einmal hat er eine Frucht getragen, die hat dann nicht mal geschmeckt. Es macht einfach keinen Sinn. Also entweder hier kommt gar nichts Neues hin fürs Licht dann, oder es kommt eben ein anderer kleiner Baum aber dann hin, der auch Früchte trägt hoffentlich. Wie gesagt, tut mir leid, ich mache sowas sehr ungern, aber den machen wir jetzt weg und später zerhäckseln wir das ganze Holz dann. Legen wir los. Solche Äste hier, die schmeiße ich nicht weg. Die lege ich gerne in meine Wildecke, wo auch die Igel und so weiter sind, als Totholz später für Insekten, Kleinstlebewesen. Das macht sich immer ganz gut. Wenn ihr mal einen Baum bei euch wegmachen wollt oder ein kleines Bäumchen, lasst immer hoch genug den Stamm stehen, damit ihr eine Hebelwirkung habt, wenn ihr das Wurzelwerk auch rausmachen wollt. Ich probiere jetzt mal, ob ich das auf die Schnelle rauskriege. Wenn es eine größere Aktion wird, machen wir es wann anders. Tipp für euch, wenn ihr mal größere Bäume habt und das Wurzelwerk nicht durch diese Hebelwirkung abreißen könnt, besorgt euch eine Säbelsäge. Das sind die mit so langen Sägeblättern vorne. Dann könnt ihr rundherum an den Stamm ins Erdreich reinsägen. Dann erwischt ihr die Ausläufe der Wurzeln und dann könnt ihr schon viel besser damit arbeiten und kriegt es auch recht einfach raus. Also auf die Methode habe ich wirklich schon größere Bäume bzw. größere Stämme wirklich aus dem Erdreich mit Wurzeln komplett rausgekriegt. Aber wie gesagt, den kriegen wir so raus. Zack, das geht recht einfach. Deswegen, wie vorhin gesagt, lasst die schön lang, die Stämme. Dann habt ihr eine gute Hebelwirkung. Wenn ihr den jetzt hier unten abgesägt hättet, hättet ihr den niemals so wie jetzt hier leicht rausbekommen. Das lasse ich jetzt hier schön locker offen, mache das Erdreich wieder zu, trampel das aber nicht fest, solange ich mir überlege, ob ich hier einen neuen Baum jetzt im Herbst pflanze oder ob ich hier gar nichts hin mache. So lange lassen wir das einfach so, wie es ist. So. So, dann schließen wir mal die Höllenmaschine hier an. Die Häckselmaschine.
Den Sack hängt man dann recht praktisch einfach hier unten dran. Da kommt dann das gehäckselte Material gleich rein, was wir später auf den Kompost kippen können. Die Kiste ist echt laut, deswegen Gehörschutz. Ganz wichtig. Ich hole jetzt erstmal alles her, was geschnitten werden muss, und dann legen wir los. Hier haben wir wieder unsere netten Disteln. Ich rate euch wirklich, so Sachen, die so extreme Stacheln haben oder auch Dornen, auch wenn ihr das häckselt, die gehen dadurch hier größtenteils nicht kaputt, schmeißt es nicht auf den Kompost. Denn später, wenn ihr den Kompost dann entnehmt, die Erde, und wollt es auf die Beete tun, ihr haut euch die ganzen Dinger in die Hand. Macht's lieber nicht, entsorgt's über die Biotonne oder so. So, Freunde, schalt mal die Kiste mal an. Denke ich, lege euch mal ein bisschen Musik auf die Ohren. Was wollt ihr dann hören? Ein bisschen was. Funkiges Chessbro. Oder eher vielleicht was Einheimisches. Was Fetziges. Lasst euch überraschen. Schnallt euch vielleicht was auf die Ohren. Fangen wir an, los geht's. So, so sieht es aus. Zerhäckselt, wie Hobelspäne so ähnlich. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil es auf dem Kompost viel schneller verwittert bzw. viel schneller umgesetzt werden kann von den Mikroorganismen und Kleinstlebewesen, wie wenn ich jetzt ganze Stücke dahin gelegt hätte. Also das ist einfach nur zur Beschleunigung. Also meine Freunde, das war's mit dem Gartenrundgang September und den Gartenarbeiten September. Ich bringe das gleich noch auf den Kompost und räume hier ein bisschen auf. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bleibt mir treu, macht's gut, ich freue mich auf euch. Bis denn, ciao, euer Jonas.